Herzlich willkommen bei Dumpfis Kanal. In dem Video stelle ich meine selbstgebauten Begattungskästchen vor. Die Winterzeit, die ist ja für uns Imker und Hobby-Imker die Zeit der Vorbereitung, vorbereiten auf die kommende Bienensaison. In dem Sinn hat man jetzt noch Zeit, dass man sich ein paar Sachen selbst bastelt, wenn man möchte, oder eben Gerätschaften, Material anschafft in diversen Shops etc. Ja, die Kästchen, die habe ich vor ein paar Jahren gebaut. Ja, aus einer Laune heraus haben wir gedacht, fangen wir mal an, dass wir ein paar Begattungskästchen basteln. Die Materialkosten haben sie in einem kleinen Bereich aufgehalten. Ich glaube, pro Begattungskästchen habe ich so 5 Euro maximal ausgeben. Natürlich muss man das Ganze selbst zusammenbasteln, ein paar Schrauben, Leim und so weiter ist jetzt da nicht mit eingerechnet, weil das hat man im Normalfall eh selbst zu Hause. Aber jetzt genug gequasselt, jetzt geht es in die Detailansicht. Also gebaut ist das Begattungskästchen aus normalen Leimholzbrettern, 19 oder 18 mm. Die ungefähren Maße sind 15 x 25 und eine Höhe von ungefähr 13 cm. Das sind keine Standardmaße, aber ja, so wie ich das Material zu Hause gehabt habe, habe ich es optimal nutzen können. Die ganzen Materialkosten um die 5 Euro pro Kästchen, abzüglich natürlich von Schrauben und Leim, was man normalerweise sowieso zu Hause hat. Vorne das Flugloch, da habe ich einfach so eine Fluglochscheibe mit großem Loch für den optimalen Aus- und Einflug von den ganzen Bienen. Hält natürlich auch keine Drohnen ab. Dann haben wir da den schmalen Ausflug, da passen nur Arbeiterinnenbienen durch. Und für den Transport eben die Öffnung mit den paar Lüftungsschlitzen. Wenn man da keine sieht, auf der Unterseite, da sind zwei Löcher. Die sind auch mit einem Gitter verschlossen von innen für die Belüftung, dass die Bienen nicht verbrausen bei einem Transport oder so. Dann zur Fixierung hat jedes Begattungskästchen so einen kleinen Spanngurt. Der ist da eingearbeitet in den Standleisten, dass man im Prinzip übereinander lagern kann. Machen wir mal auf. Der Deckel, einfaches Holzbrettchen mit Anschlagleisten, dass der Deckel nicht verrutschen kann, aber durch das Band ist ja der Deckel eigentlich sowieso fixiert. Dann kommen wir schon ins Innere, dazwischen eine Folie, wie auch bei meinen anderen Völkern. Und da sieht man schon, meine Begattungskästchen haben 4 Rähmchen, die sind natürlich auch selbst gebastelt, aus Resthölzern geschnitten. Da hinten, das ist eine Futtertasche bzw. der Platz, wo eben dann der Futterteig reinkommt als Nahrung für die Bienchen. Als Transportschutz, dass die Rähmchen nicht nach vorn und nach hinten rutschen können. Da benutze ich einfach diese Stecknadeln. Sollte auch mal nur 3 Rähmchen drinnen haben am Anfang, kann ich das somit gut fixieren. Meine Rähmchen, wie gesagt, selbst gebaut. So 1 cm stark. Ich schätze, es wird schmäler auch gehen. Und auf der Oberseite, also am Oberträger, da habe ich mit der Kreissäge eine Nut gemacht. Da wird dann immer ein Anfangsstreifen platziert. Da habe ich glaube ich ein Beispiel. Ja, da zum Beispiel ist ein Anfangsstreifen. Der wird dann mit ein bisschen Wachs
da eingegossen. Und das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk. Da habe ich noch ein paar Abstandsbügel übrig gehabt. Deswegen habe ich die da verwendet. Für die Zukunft werden wir dann einfach so kleine Holzwürfelchen schneiden oder leisten und werde die da seitlich anleimen. Als Abstandhalter eben. Wie man sieht, die Bienen bauen das dann schön aus. Und wenn ich dann eben eine Königinnenzelle, meistens setze ich das Ganze mit einer Zelle an, nicht mit einer geschlüpften Königin. Wenn die dann dazu kommt, da ist dann meistens so, dass ich bei irgendeinem Rämpchen die Zelle einfüge. Oder ich mache einfach die Pins weg auf einer Seite, schiebe das Rämpchen ein bisschen auseinander und setze dann da die Königinnenzelle ein. Oder wenn ich eine unbegattete Königin so finden sollte, falls in einem Schwarmvolk ist und ich fange es ab, ja, dann kann ich die da auch hinter den Rämpchen, da ist ja noch ein bisschen mehr Abstand, da zur Futterkammer, da kann ich dann auch so einen kleinen Königinnenkäfig einsetzen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meine Hobby-Imkerei gefallen. Wie gesagt, jetzt ist noch Zeit für ein paar Sachen zum Erledigen. Gerade als Hobby-Imker, so wie es ich auch bin, habe ich auch die Zeit für so Spielereien. Vielleicht kann ich den ein oder anderen dazu ermutigen, auch die ein oder andere Sache für seine Imkerei selbst zu basteln. Lasst mal gern einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr selber schon Begattungskästen, Ablegerkästen, Bienenbeuten oder weiß Gott was für die Imkerei bastelt. Alles gern unten in die Kommentare. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.